Für die deutsche Verteidigungspolitik ist Russlands Invasion in der Ukraine ein Wendepunkt. Mit Worten schwenkte die Bundesregierung schon kurz nach dem Angriff um. Der Kanzler sprach von einer Zeitenwende und versprach mehr Geld für die Bundeswehr. Dafür werden jetzt 3 Monate später die finanzpolitischen Weichen gestellt. SPD, Grüne und Liberale haben sich mit den oppositionellen Konservativen abgesprochen. In einem Sondervermögen für die Bundeswehr sollen zusätzliche 100 Milliarden Euro investiert werden für Aus- und Aufrüstung. Panzer, Funkgeräte, Kampfflugzeuge. Die Bedarfsliste ist lang. Erleichterung daher beim Bundeskanzler über die Einigung. 100 Milliarden Euro Sondervermögen fließen komplett in die Bundeswehr. Die deutsche Bundeswehr wird gestärkt werden. Sie wird in der Lage sein, ihren Verteidigungsauftrag besser als jemals zu erfüllen. Und sie wird ihren Beitrag in der NATO leisten können, damit wir uns gegen Angriffe von außen jederzeit zur Wehr setzen können. Allein für Munition soll es im Rahmen von NATO-Verpflichtungen einen Bedarf von 20 Milliarden Euro geben. Das zusätzliche Geld wird nach und nach im Laufe der kommenden 5 Jahre zur Verfügung gestellt und über Verschuldung finanziert. Die deutsche Cyberabwehr dagegen wird, anders als zunächst von SPD und Grünen gefordert, nicht aus dem neuen Sondertopf finanziert. Ein Zugeständnis an die oppositionelle Union. Cybersicherheit ist ein Punkt, über den man durchaus diskutieren kann, wo wir auch erwarten, dass weitere Investitionen in der Zukunft ausgelöst werden. Aber diese Investitionen, um die es da geht, die muss der Bundeshaushalt leisten. Das kann nicht aus einem Sondervermögen genommen werden. Die zusätzlichen Stimmen der Union sind nötig für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, damit das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden kann. Noch in dieser Woche soll abgestimmt werden. Und wir wollen das jetzt schon mal uns einordnen lassen und verstehen. Und zwar mit dem Journalisten und Militärexperten Thomas Wiegold. Hallo. Guten Abend. Also die Bundeswehr wird ihren Verteidigungsauftrag besser als jemals erfüllen, sagt der Bundeskanzler. Kann man da wirklich so sicher sein? Naja gut, das muss er halt sagen. Er hat vor 3 Monaten dieses Sondervermögen vorgeschlagen, damals sehr überraschend, 3 Tage nach Kriegsbeginn. Und jetzt ist halt konkret geworden, wie das Ganze passieren soll. Klar ist, die Bundeswehr schiebt seit Jahren Großprojekte vor sich her, Kampfjets, Hubschrauber, es wurde gerade schon genannt, Dinge, die Geld kosten, Dinge, die aber auch über Jahre finanziert werden müssen, die nicht von heute auf morgen gekauft werden können. Insofern, ja, die Defizite bei der Bundeswehr werden voraussichtlich damit, die materiellen Defizite, die werden zu einem großen Teil damit bewältigt werden können. Das wäre ja schon mal eine gute Nachricht. Wofür sollte das Sondervermögen Ihrer Meinung nach denn konkret ausgegeben werden? Der Wunschzettel ist ja lang. Ja, es ist ja nicht nur ein Wunschzettel, sondern es ist eine Liste, die die Bundeswehr über die vergangenen Jahre aufgehäuft hat praktisch. Also wenn man sieht, dass es Hubschrauber gibt, große, schwere Transporthubschrauber, die inzwischen 50 Jahre genutzt werden und wo schon vor 20 Jahren hieß, dafür muss jetzt aber dringend mal Ersatz beschafft werden. Die Kampfjets, die die veralteten Tornados ablösen sollen, das sind nur 2 Beispiele für milliardenteure Projekte, bei denen sich zeigt, dass die Bundeswehr in den vergangenen Jahren gespart hat, sparen musste. Und das ist dann, wie so oft, auch in anderen Bereichen, wenn man an einer Stelle sehr lange spart, dann hat man sehr veraltetes Gerät und das zu erneuern auf einmal, das wird recht teuer. Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, dass Geld möglicherweise allein nicht reicht für mehr Schlagkraft. Welche weiteren Veränderungen braucht Deutschlands Armee jetzt noch dringend? Ja, zum einen muss die ganze Beschaffungsorganisation ja erneuert, angepasst, wie auch immer man das nennen will, werden. Es gibt da schon gewisse Bestrebungen, das sogenannte, Achtung Zungenbrecher, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Über die Eckpunkte hat das Kabinett neulich diskutiert. Da geht es unter anderem darum, bestimmte wettbewerbsrechtliche Vorschriften zu verschlanken, wenn es um Verteidigungsprojekte geht. Geben Sie uns ein Beispiel. Man sieht ja, dass... Ja, gerne, wollte ich gerade machen. Ein neues Gewehr will die Bundeswehr seit 5 Jahren beschaffen. Und nun ist so ein Sturmgewehr
bei allem technischen Verständnis nicht so komplex wie Raketen, wie Hubschrauber, wie Düsentriebflugzeuge. Also vergleichsweise konventionelle und überschaubare Technologie. Und trotzdem dauert es 5 Jahre inzwischen und es ist immer noch kein Ende in Sicht, weil die Beteiligten oder in zur Auswahl stehenden Firmen sich vor Gericht streiten, wer den Zuschlag bekommt. Also solche Prozesse, selbst bei relativ einfachen Projekten, dauern Jahre und das ist eines der großen Probleme. Viele Partner in der NATO erwarten ja, dass Deutschland die vor Jahren schon versprochenen 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgibt. Das sind momentan 70 Milliarden Euro pro Jahr. Heißt es, das Ziel soll jetzt, ich zitiere, im mehrjährigen Durchschnitt erreicht werden. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ja, das ist eigentlich eine unvermeidbare Nachricht. In der Tat ist es so, dass der Rüstungshaushalt oder das, was wirklich ausgegeben wird, immer ein bisschen schwankt. Denn wenn man langfristige, langjährige Projekte, wenn man da etwas bestellt, hängt es immer davon ab, wie schnell kann die Industrie liefern. Und wenn ein Hubschrauber oder ein Flugzeug eben nicht in einem Jahr geliefert wird, sondern erst im Folgejahr kommt, dann hat man in dem einen Jahr ein bisschen Geld über. Im nächsten Jahr wird es dafür ein bisschen teurer. Das erklärt diese Schwankungen. Andererseits ist auch eine Überlegung bei diesem Sondervermögen, genau das abzufedern. Denn diese 100 Milliarden Sondervermögen bleiben halt. Wenn in dem einen Jahr weniger daraus genommen wird, wird es im nächsten Jahr etwas mehr, so zumindest das Versprechen. Und man kann nur hoffen, dass das dann auch so eingehalten wird. Sagt Thomas Wiegold. Danke dafür. Gerne.